Guten Morgen, meine lieben Potterheads und willkommen zurück bei Harry Potter Hogwarts Mystery. Wie im letzten Part angekündigt, habe ich die Lektion von Reparo größtenteils übersprungen und bin nun direkt in der Endphase des Zaubers, um euch diesen zu präsentieren und danach mit der Hauptquest weitermachen zu können. Es ist nicht mehr viel, aber es hat ordentlich was geschluckt. Wir müssen Reparo auf jeden Fall die 8-stündige Lektion machen. Und das schluckt natürlich ordentlich was an Energiepunkten. Ich bin schon eine Weile hier dabei, aber glaube, dass wir jetzt auch fertig sind. Oder? Ja, wunderbar. Wissenspunkte nehme ich mit, auf jeden Fall. Zaubern Sie jetzt Reparo. Oh yeah, das ist so, als wenn wir den Zaubertrank umrühren würden. Das ist ja wie Zauberei! Sehr gut. Wissen Level 12. Jetzt ist wieder alles ausgeglichen. Wunderbest. Richtig gut. Reparo gelernt. Und 5 Edelsteine. Und die ganzen Wissenspunkte nehmen wir auch noch mit. Sehr schön. Reparo haben wir jetzt beendet. Wir müssen jetzt noch Revelio lernen, weil wir uns ja jetzt bewiesen haben. Aber dafür haben wir jetzt nicht mehr genug Energiepunkte, deswegen cutten wir wieder bis zum Ende von Revelio oder vielleicht bis zum Anfang und dann gucke ich mal, wie weit ich komme, weil ich muss jetzt erstmal wieder ein paar Energiepunkte laden, ansparen, wie auch immer. Jedenfalls, bis gleich. Um die Wartezeit in den Lektionen ein bisschen zu überbrücken, mache ich ganz gerne diese ganzen Freundschaftsquests, gerade auch, weil man hier zusätzliche Energiepunkte bekommen kann. Und im letzten Part habe ich ja gesagt, dass es sehr amüsant ist, mit Ben Koboldsteine zu spielen. Und da ich bei ihm kurz davor bin, im nächsten Level aufzusteigen, mache ich das jetzt einfach mal mit euch. Weil, ja, weiß ich nicht, ich habe mich gestern köstlich drüber amüsiert, was man ihn da so an den Kopf schmeißen kann, um ihm ein bisschen Angst einzujagen und ihn von Koboldsteine abzulenken. Viel Glück, Valkyria. Eigentlich bin ich ein guter Koboldsteinspieler, solange ich nicht zu nervös bin. Genau, unsere Aufgabe ist also, ihn ordentlich nervös zu machen. Lass uns spielen, Valkyria. Mach dir keine Gedanken, wenn du verlierst. Das wird einfach super. Dreh dich nicht um. Man nimmt halt wirklich bei Ben die negativsten Antworten, die man sich vorstellen kann. Sowas wie, komm, lass uns den Todessern beitreten. Gut gespielt, Valkyria. Wenn ich nicht so aufgeregt wäre, hätte ich besser abgeschnitten. Danke, Ben. Endlich habe ich das Gefühl, dass ich Koboldsteine verstehe. Ja, indem du fies zu deinen Mitschülern bist und sie einfach die ganze Zeit fertig machst. Versuch nicht, mich nervös zu machen. Wir sollten einfach ruhig bleiben. Was, wenn wir beide verlieren? Was, wenn das Spiel verwunschen ist? Ben. Wer weiß, was wir uns hier gerade anlachen. Du wirst bestimmt gewinnen, Valkyria. Vielleicht hole ich auf, wenn ich mich nicht zu nervös machen lasse. Das Spiel ist fast zu Ende. Mal sehen, wie es weitergeht. Wie findest du Grobsteine? Dabei werde ich nervös. Dabei entspanne ich mich. Lass uns über du weißt schon wer sprechen. Ach ja, er findet's auch lustig. Du hast mich besiegt, Valkyria. Hoffentlich bin ich bei unserer nächsten Partie weniger aufgeregt. Jo, damit müssten wir im nächsten Level aufgestiegen sein. Genau. Sprich, 5 Energiepunkte und dann können wir auch gleich schon weitermachen. Ich warte mal, bis die Energie vollgeladen ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder in der Lektion. Unsere Energieanzeige ist voll und der Einzelunterricht möge beginnen. Lernen wir Revelio. Und Professor McGonagall wartet auch schon sehnsüchtig auf uns. Wunderbar. Ich bin von Ihrer Arbeitshaltung sehr beeindruckt, Miss Delacroix. Sie haben große Fortschritte in Verwandlungen gemacht, sowohl im Unterricht als auch in den privaten Stunden. Vielen Dank, Professor. Meinen Sie wirklich, dass ich bereit bin, Revelio zu lernen? Das meine ich. Passen Sie gut auf. Der Revelio-Zauber enthüllt das wahre Aussehen von Dingen und macht Unsichtbares sichtbar. Fangen wir an. Okay, wir haben 3 Stunden Zeit, um Revelio zu erlernen. Hoffentlich kriege ich das hin. Konzentrieren Sie sich, Miss Delacroix.
Okay. Es ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, so Einzelunterricht mit Professor McGonagall zu haben, aber... Na gut. So, ich versuche hier auch mal ein Schema zu entdecken. Dann haben wir 7. Da können wir entweder 5 nehmen oder... Ja, toll. 5 oder 5. Wir müssen 5 nehmen. Also 12. Damit müssten wir aber durch sein. Oh, und die Anzeige steigt sogar weiter. Das ist ja wunderbar. Ich dachte schon, das wird dann abgebrochen. Nee, ich denke, so kriegen wir das auf jeden Fall in 3 Stunden ganz gut hin. Ich bin Optimistin. Stern Nummer 2. Und Stern Nummer 3 haben wir auch gleich. Achten wir mal auf unsere Formen. So, 3 Sterne haben wir mit einer kompletten Energieladung hingekriegt. Ich schneide nochmal zum Ende dieser Lektion. Bis gleich. So, 4 Energiepunkte sollten ausreichen, damit wir Revelio abschließen können. Und das ist auch der Fall. Versuchen Sie jetzt den Revelio-Zauber, Miss Delacroix. Oh, und der Revelio-Zauber sieht aus wie ein R. So ein Zufall. Revelio! What? Der Kessel offenbart sich als Katze. Spannend. Gut gemacht, Miss Delacroix. Dieser Zauber wird Ihnen gute Dienste leisten. Er kann Nachrichten, Verkleidung und sogar Geheimgänge enthüllen. Ich sollte in den Korridor zurückkehren, um mich umzusehen. Sehr schön. Revelio ist gelernt. Jetzt brauchen wir nur noch eine einzige Quest, um Kapitel 4 abzuschließen. Und das ist tatsächlich wahrscheinlich das Treffen mit Rowan. Genau. Mit Rowan treffen wir uns dann in 3 Stunden. Du hast Revelio gelernt. Toll! Heute Nacht durchsuchen wir den Eiskorridor. Alles klar. Ihr wisst, was an dieser Stelle kommt. Bis gleich. Hat der Eiskorridor einen geheimen Durchgang? Um das herauszufinden, werden wir uns jetzt erstmal mit Rowan treffen, um den Korridor zu untersuchen und mal sehen, ob wir auch etwas finden. Schließlich haben wir zu diesem Zweck Revelio gelernt. Ne? Rowan, wo bist du? Da. Wir müssen herausfinden, was Ben zugestoßen ist. Vielleicht verbirgt sich in diesem Korridor ein Hinweis auf sein verwunschenes Verlies. Diese Verliese sind meine einzige Chance, meinen Bruder zu finden. Sei vorsichtig, Valkyria. Wir wissen nicht, was dieser Zauber ans Licht bringen wird. Das ist wohl wahr. Revelio. Na? Ist dort ein Geheimgang? Da ist tatsächlich ein Geheimgang. Bei Merlins Bad, Valkyria. Du hast eine geheime Treppe gefunden. Das ist die Treppe aus meiner Vision. Und vermutlich dieselbe Treppe aus der Nachricht, die wir im verwunschenen Eis gefunden haben. Wohin sie wohl führt? Ich habe keine Ahnung. Was sollen wir tun? Wir gehen weiter. Wir sollten vorsichtig sein. Wir sollten einem Lehrer Bescheid sagen. Wir sollten auf jeden Fall vorsichtig sein oder wir sollten einem Lehrer Bescheid sagen. Wir gehen weiter, ist natürlich so tapferkeitmäßig. Das ist ja wieder Gryffindor. Ich nehme einfach mal das zweite. Wir sollten vorsichtig sein. Der Eisritter steht Wache hinter den verschwundenen Stufen. Wir haben einen unerforschten Bereich von Hogwarts entdeckt, Valkyria. Ist dir klar, wie faszinierend das ist? Du hast recht, Rowan. Lumos. Ich sage es immer zu früh. Lass uns hinter diesen Stufen nachsehen. Mein Gott, ist das spannend. Hallo? Dieser Ort ist einfach faszinierend. Und kalt. Unnatürlich kalt. Dieser Weg führt bestimmt zu einem verwunschenen Verlies. Vielleicht ist mein Bruder in der Nähe. Schnell! Lass uns nachsehen. Später kommen wir mit einem warmen Mantel zurück. Das sieht schick aus. Okay, Durchsuchung des Eiskorridors. Wir brauchen 1 Stern, um zu bestehen.
Das ist nicht viel. Und wir starten einfach mal das Ganze innerhalb von 3 Stunden. Ach cool, man kann hier sogar noch weiter scrollen. Meint ihr, hinter einem dieser Ritter ist ein Geheimgang? Untersuchen wir mal die Statue. Sind das etwa Eisritter? Naja, die hast du in deiner Vision gesehen, oder? Ich frage mich, welcher Zauberer diesen Boden zuletzt betreten hat. Gute Frage. Warum habe ich nur das Gefühl, dass wir beobachtet werden? Da haben bestimmt die Statuen was mit zu tun. Ich frage mich, ob mein Bruder diesen Korridor entdeckt hat. Ja, das werden wir wahrscheinlich auch nie erfahren. Es sei denn, wir finden deinen Bruder und das werden wir wahrscheinlich erst irgendwann in Jahr 5 tun. Schade, schade. Du fühlst dich immer noch beobachtet. Wenn das nicht ein Zeichen ist. Jetzt haben wir nur noch 5 Energiepunkte. Wir untersuchen nochmal den Boden. Und die letzten 2 können wir gerade nicht verbraten. Ich packe einfach mal bei Wundern hin. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Wie immer. Okay. Wenn man kurz davor ist, die Durchsuchung des Eiskorridors abzuschließen, erscheinen plötzlich diese Fußabdrücke und der Blickwinkel ändert sich. Gucken wir mal, was dort hinter steckt und untersuchen mal die Fußabdrücke. Ich hoffe, heute stirbt keiner. Fußabdrücke. Jemand war hier. Oh. Wer? Wie? Wann? Ich weiß nicht. Lass uns nachsehen, wie es dahinter weitergeht. Da ist aber jemand ganz schön torkelig gelaufen. Das sieht irgendwie nach einem Portal aus. Ihr geht da jetzt ja wohl nicht rein, oder? Was ist das nur für ein Nebel? Mir ist eiskalt. Ich weiß nicht, ob wir hier durchgehen können, Valkyria. Wir müssen das nicht unbedingt. Oh, kluges Mädchen. Dann mal los. Flipendo! Wow. What the fuu? Unglaublich. Das sieht nach einem Eingang aus, hm? Vielleicht in ein verwunschenes Verlies? Ja. Das muss ein verwunschenes Verlies sein. Was sollen wir tun, Valkyria? Öffne die Tür. Untersuche die Tür. Laufe vor der Tür davon. Öffne die Tür. Flüche sind mir egal. Ich muss meinen Bruder finden. Na? Das hat sich nicht gut angehört. Ah! Eine weitere Vision. Oder? Valkyria, bist du in Ordnung? Ich hatte eine Vision, als ich die Tür berührt habe. Was hast du gesehen? 2 Räume. Einer davon war dunkel und voller Bücher. Der andere Raum war unaufgeräumt. An der Wand war ein mit Kreide gezeichneter Türumriss. Naja, diese Vision war immerhin weniger bedrohlich als deine letzte Vision. Da war noch etwas. Was? Du weißt schon wer. Oh. Wir sollten gehen, Valkyria. Diese seltsame Kälte und der ganze Ort haben schlimme Auswirkungen auf uns. Was war das? Sie ist bestimmt verzaubert. Okay, cool. Sie schießt auf uns. Pass auf, Valkyria! Oh. Rowan! Verdammt. Warum sterben gerade alle unsere Freunde? Na okay, sterben nicht, aber warum sind alle verletzt? Ich muss sie hier rausbringen. Ja, vor allem ist das alles deine Schuld. Naja, okay, das mit Ben jetzt nicht unbedingt, aber zumindest das mit Rowan. Schließlich hast du sie damit reingebracht. Gut, Kapitel 5, Rowans Heilung. Rowan wurde vom Fluch verletzt, der auf dem Verlies liegt, und muss sich erholen. Kümmere dich um deinen Freund, aber vergiss das Rätsel des Verlieses nicht. Tolle Idee. Das Ding hat gerade Rowan total böse getroffen, aber nö. Der Fluch ist ja nicht so schlimm, der hat Rowan nur beinahe umgebracht. Wir kümmern uns jetzt um sie und dann ist alles wieder Chico.
Das wage ich stark zu bezweifeln. Gut, wir müssen wieder 3 Stunden warten. Rein theoretisch kann ich auch schon den Stärkungstrank erlernen. Mal gucken, wofür ich mich entscheide. Ich denke mal, ich gehe dann erstmal der Hauptquest nach und werde Rowan im Krankenflügel besuchen. Also dann, bis gleich. Wie immer. Rowan wurde bei unserer Suche nach den verwunschenen Verliesen von einer Tür bombardiert. Klingt bescheuert, ist aber so. Die Folge daraus ist, dass sie momentan im Krankenflügel liegt und genau da gehen wir gerade hin. Ah, guck an, Penny ist sogar auch hier. Das ist aber nett. Hallo Penny. Was ist passiert, Valkyria? Madame Pomfrey meinte, Rowan würde sich nicht bewegen. Alles meine Schuld. Nicht meine Schuld. Oh doch, es ist unsere Schuld. Wir haben ein verwunschenes Verlies gefunden, aber die Tür hat uns mit einem Eiszauber angegriffen, als wir zu nahe kamen. Rowan wurde verletzt. Aber ich habe sie schnellstens hergebracht. Warum hast du mir nichts gesagt? Ich hätte helfen können. Ich weiß. Wir hätten niemals dorthin gehen sollen. Ich wollte einfach nur herausfinden, was Ben zugestoßen ist und habe auf Hinweise zu meinem Bruder gehofft. Mach dir keine Vorwürfe, Valkyria. Rowan? Bist du in Ordnung? Ich fühle mich wie vom fahrenden Ritter überfahren. Ich würde gerne bleiben, aber gleich beginnen Zaubertränke. Ich auch, Valkyria. Madame Pomfrey wird mir helfen, zum Unterricht zu kommen und mich dann hierher zurücktragen, damit ich mich erholen kann. Bewahre mein Andenken in Ehre, indem du am Zaubertrankunterricht teilnimmst und so viel wie möglich lernst. Wah. Süß. Alles klar. An Zaubertränke teilnehmen. Zaubertränke fängt gleich an. Verspäte dich nicht. Nein, also bei Snape wollen wir uns sowieso nicht verspäten. Denn ich habe keine Lust, noch mehr Hauspunkte zu verlieren. Und ich habe immer Angst, wenn ich diesen Raum betrete, wenn ich die Kerker betrete, dass ich Hauspunkte verlieren werde. Fragt mich nicht, warum. Es ist irgendwie wie so ein kleines Trauma. So, Klassenzimmer für Zaubertränke. Juhu. Aber können wir den Stärkungstrank denn jetzt direkt erlernen? Oder müssen wir vorher wieder diesen vorbereitenden Kram machen? Und das finde ich immer nervig, dass man erst 7 Sterne braucht, um irgendwas vorzubereiten und erst dann die Lektion lernen kann. Das ist so unnötig irgendwie. Alles klar. Irgendwelche blöden Sprüche Rowan gegenüber? Wie geht es, Rowan? Ich könnte etwas Hilfe bei den Hausaufgaben gebrauchen. Ach so, verstehe. Es geht hier gar nicht um Rowan, sondern um deine Hausaufgaben. Hast du gehört, dass sie verwunschenes Eis im Astronomieturm gefunden haben? Ach was, da müssen wir gleich hin. Hallo, Snape. Dieses Jahr sind wir uns weniger begegnet als letztes Jahr, Delacroix. Und es sollte dabei bleiben. Oh, du magst mich doch eigentlich. Tu doch nicht so. Ich hab dich kaum außerhalb des Unterrichts gesehen, Delacroix. Was hast du getrieben? Ich hab nach einem Freund gesucht. Ich hab nach den Verliesen gesucht. Ich bin dir aus dem Weg gegangen. Ich hab versucht, dir um jeden Preis aus dem Weg zu gehen. Meide mich, solange du kannst, Delacroix. Wenn mein Plan Gestalt annimmt, kann niemand mehr meine Macht ignorieren. Bist du deshalb so gemein zu allen? Weil du glaubst, ignoriert zu werden? Fehlt dir einfach nur Aufmerksamkeit, Merula? Ach so, wir therapieren sie jetzt, das ist natürlich auch eine Art. Liegt es daran, dass deine Eltern in Azkaban sind? Ich hasse dich, Delacroix! Deine Suche nach den verwunschenen Verliesen ist zum Scheitern verdammt, wie alles in deinem Leben. Ich versuche mit einem Partner, die verwunschenen Verliese vor dir zu finden und zu knacken. Die Verliese und ihre Macht gehören mir. Wie kommst du darauf, dass du die Verliese vor mir finden wirst? Weil ich, im Gegensatz zu dir, zu allem bereit bin. Was soll das heißen? Das wirst du schon sehen. Ich habe Informationen erhalten, die schwere Konsequenzen für sie haben werden. Wir besprechen das am Ende des Unterrichts. Was? Jetzt bist du genauso dran, Delacroix. Ich frage mich, ob Professor Snape dich rausschmeißen oder umbringen wird.
Ich glaube, wenn es wirklich so gravierend wäre, wie er gesagt hat, er hat wahrscheinlich davon mitbekommen, dass wir diese Verliese oder diesen Gang zu den Verliesen gefunden haben. Aber dann hätte er uns am Unterricht nicht mehr teilnehmen lassen, oder? Na gut. Zaubertränke, 3 Stunden Zeit und wir müssen damit den Stärkungstrank freischalten. Okay, wir müssen danach noch 4 Sterne hinkriegen, aber das mache ich dann offscreen. Das ist ja doch ein bisschen langweilig und bringt euch nicht sonderlich viel, wenn ich euch das immer zeige. Aber wenn ich halt die Energie voll habe, dann bringe ich das gerne noch mit in den Part rein und beende das dann auch. Auf dem Regal sind die Zutaten für den heutigen Unterricht. Wir sollten sie uns ansehen. Hä, Rowan, ich dachte, du kannst nicht laufen. Du kannst dich noch nicht bewegen. Wieso läufst du da jetzt rum? Achte doch mal auf deine Gesundheit, Kind. Warzkappe, Waldlaus, Wurmholz. Wenigstens ist alles alphabetisch sortiert. Da können wir uns das Suchen etwas erleichtern. Hä, ich verstehe das nicht. Sprich Rowan mal bitte drauf an. Schade. Rowan gibt einem da keine Auskunft. Warum denn auch? Es ist zu dunkel, um die Etiketten auf den Gläsern zu lesen. Verwende Lumos, um besser zu sehen. Ich habe ein Déjà-vu, das sagt sie irgendwie öfter, oder? Schwupp, schwupp. Tja, Lumos. Ah ja, ich guck grad mal, aber ich find's irgendwie immer noch nicht so richtig. Ich bin gerade so untalentiert und dämlich. Tja, Rowan, ich verstehe dich sowieso nicht. Im heutigen Unterricht müssen Sie die Zutaten mit Mörser und Stößel zerstoßen. Legen Sie los. Das kennen wir ja auch schon. Es ist halt doch, ziemliche Wiederholung, was immer in den Lektionen auftaucht. Die Frage ist halt sowieso, ich habe jetzt einige Kommentare gelesen, wo es hieß, es ist okay, wenn ich den Zauber am Ende zeige oder sogar wünschenswert. Aber wie sieht das jetzt mit den Lektionen aus, wenn ich komplett volle Energie habe? Soll ich dann, wie ich das momentan auch mache, bis dahin spielen, bis die Energie leer ist und dann zum 5. springen? Oder soll ich wirklich nur noch die Zauber zeigen? Schreibt das mal bitte unten in die Kommentare. Eure Meinung ist mir wichtig. Ja. Das hast du super gemacht, Mäuschen. Ganz toll. Aber bei dir konnte ich mir sowieso nichts anderes vorstellen. Yay. Auf das Hinzugeben von Zutaten vorbereiten. Wenigstens ist jetzt wieder alles auf Deutsch und nicht mehr auf Englisch. Geben Sie Ihre Zutaten in Ihre Kessel, ohne etwas zu zerspritzen, verspritzen, zerspritzen. Versprengen wir Zutaten, hören wir Rowan zu und ärgern wir Merula. Nein, therapieren wir Merula. Fühlst du dich einsam? Kann ich dir helfen? Merula, ich will nur deine Freundin sein. Gut. Die Energie ist leer. Ich springe jetzt direkt zum 5. Stern. Bis gleich. Schauen wir doch mal, was Snape zu wissen glaubt und beenden diese Unterrichtseinheit. Es wird Zeit. Nichts passiert in Hogwarts, ohne dass irgendjemand davon erfährt. Und ist Snape vielleicht unsere Unterhaltung im Eiskorridor zu Ohren gekommen? Oder vielmehr unsere Untersuchung? Unsere Begegnung mit den Eisrittern? Ich bin fertig. Jetzt ist es Zeit, meinem Trank den letzten Schliff zu geben. Na, dann mach das mal. Ich habe so das Gefühl, dass wir nicht mit vollen Hauspunkten hier rauskommen, sondern dass wir wieder welche abgezogen bekommen. Ich habe es schon befürchtet. Von der Schule verwiesen können wir ja eigentlich nicht werden. Wir haben ja noch ein paar Jahre vor uns. Okay, ich bin fertig. Das haben wir noch nicht freigeschaltet. Wir haben ja noch nicht mal 7 Sterne. Gut. Ich war vor kurzem in ihrem Schlafsaal, Delacroix. Was bist du denn für ein Perversling? Warum? Mir wurde zugetragen, dass sie Vorräte aus meinem Klassenzimmer gestohlen haben. Das ist lächerlich. Warum sollte ich das tun? Vielleicht dachten sie, dass sie sie für ihre törichte Suche nach den verwunschenen Verliesen brauchen. Weil sie, genau wie ihr Bruder,
immer wieder die Grenzen der Schulregeln und meiner Geduld ausreizen müssen? Ich möchte nicht wissen, was in ihrem kleinen, kranken Geist vor sich geht. Ist klar, und deswegen wühlst du in meiner Unterwäsche, oder was? Erklären Sie mir, warum ich gestohlene Trankzutaten in Ihrer Schublade neben Ihrem Bett gefunden habe. Merula war's. Merula hat sie dort hingelegt. Sie arbeitet ständig gegen mich und lässt nichts unversucht, damit ich von der Schule fliege. Wie sollte Miss Knight überhaupt in den Ravenclaw-Gemeinschaftsraum gelangen? Es würde mich nicht wundern, wenn sie jemanden bestochen, erpresst oder hereingelegt hätte, damit er ihr hilft. Ist das wahr, Miss Knight? Natürlich nicht. Ich will, dass Delacroix rausgeworfen wird, aber nur, weil sie eine Schande und eine Gefahr für ganz Hogwarts ist. Mir wäre es lieber, sie würden mich nicht anlügen. Wie bitte? Ihre Augen bewegen sich ganz leicht hin und her, wenn sie nicht die Wahrheit sagen, Miss Knight. Oh, nein! Steht er jetzt etwa hinter uns? Sie haben einfach kein Talent zum Lügen. Welch eine Schande für jemanden von Slytherin. Sie werden bis zum Ende des Jahres jeden Tag nachsitzen und meine Vorräte reinigen und aufräumen als Strafe dafür, dass sie Delacroix beschuldigen wollten. Oh mein Gott, was passiert hier? Sie können gehen. Was passiert hier? Er ist tatsächlich auf unserer Seite? Das ist doch unmöglich. Gut, und wir dürfen Rowan in 3 Stunden nochmal besuchen. Ich meine, dass sie schon wieder durch die Gegend laufen kann, das haben wir gesehen. Ich fühle mich besser, aber laut Heilerin muss ich noch ruhen. Ich melde mich, wenn ich wieder Besuch haben darf. Gut, ansonsten haben wir keine Nebenquest. Den Stärkungstrank können wir noch weitermachen. Ich würde sagen, wir beenden den Part an dieser Stelle und sehen uns dann morgen im Krankenflügel wieder, wenn wir Rowan ein zweites Mal besuchen. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, das müsste dann nächsten Montag sein. Schnitzelmama over and out.